Willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Gran Turismo 1 auf der PlayStation 1. So, ich habe gerade mal geguckt, ob ich überhaupt speichern kann oder ob die Memory Card voll oder defekt ist. Nein, funktioniert alles einwandfrei. So, wie sich das gehört. So, ich würde jetzt gerne... dahin. B-Lizenzen. Kurvengrundlage 2. Wer übrigens den Mitsubishi GTO nichts sagte, das ist der 3000 GT. Der hieß in den Staaten GTO, warum auch immer. Beziehungsweise da war es auch der Pontiac GTO, der baugleich war. So, beschleunigen Sie vom Status aus der Geraden. Nehmen Sie die erste Kurve und fahren Sie durch das Ziel, das auf dem Hügel direkt vor Ihnen liegt. Versuchen Sie dabei, eine flüssige Linie zu fahren. Wenn Sie die Fahrbahn verlassen, sind Sie durchgefallen. Das Testfahrzeug ist ein Nissan Silvia. Das Zeitlimit beträgt 26 Sekunden. So wie es aussieht, ist es ein S14. Und hier muss man auf jeden Fall schon mal ein bisschen bremsen. Verstanden. Bronze. Reicht. So, Kurvenlage 3. Nehmen Sie die erste Kurve und fahren Sie regelmäßig den Hügel, bla bla bla, flüssige Linie, bla bla bla. Testfahrzeug ist ein Mitsubishi 3000 GT, wie gerade erwähnt, 25 Sekunden. Es dient quasi dazu, um zu demonstrieren, dass es hier Unterschiede zwischen Front, Heck und Allrad gibt. Silber? Silber! Mehrfachkurven. Igitt! Werfen Sie das Auto von links nach rechts oder von rechts nach links. Oder in den nächsten Abgrund. Beschleunigen Sie vom Start aus und fahren Sie durch die S-Kurve bis ins Ziel. Behalten Sie dabei eine flüssige Fahrlinie bei. Wenn Sie die Fahrbahn verlassen, gilt der Test als nicht bestanden. Das Testfahrzeug ist nach wie vor der... ist ein Mitsubishi FTO. Das Zeitlimit beträgt 28 Sekunden. Der FTO, der wurde exklusiv nur für den australischen Markt gefertigt. Hat's gereicht? Durchgefallen. Nein, hat nicht gereicht.
Aber warum denn nicht? Ach so, zu lange gebraucht. Alles klar. Übrigens Frontantrieb. Diesmal aber Bronze. Wie soll ich denn noch perfekt fahren? Egal. Reicht. So. Wahrscheinlich fahre ich jetzt einen Hecktriebler, so wie ich mein Glück kenne. Sag ich ja. Nissan Silvia, da ist er wieder. 27 Sekunden. Bronze, Bronze. So, und jetzt müsste ich eigentlich die Abschlussprüfung machen können. Test für die B-Lizenz. Dies ist ein Zeitrennen auf der vollen Strecke des Highspeed-Rings. Fahren Sie aus der Parkposition und fahren Sie eine Runde der Strecke. Das Testfahrzeug ist ein Mazda Oinus Roadster, hierzulande bekannt als MX-5. Das Zeitlimit beträgt 1 Minute und 22 Sekunden. Mist. Wird es übrigens schön, wenn die Autos so ein Getriebe haben, dass man den zweiten bis 100 zieht. Also bis 100 kriegt.
Hino! Gab's hier nicht mal eine Minimap? Durchgefallen. Wegen 2000stel Sekunden. Ernsthaft. Leute, ihr macht mich fertig. Diesmal andersrum, Gold? Nee, Silber. Na, immerhin. So, Glückwunsch, wir haben die B-Lizenz bekommen. So, jetzt können wir hier beenden. Und weiter geht's mit der nächsten Lizenz. Nein, das machen wir jetzt erstmal nicht. Wird ja sonst ein bisschen langweilig hier. So, wir gehen da oben auf Exit. Internationale A-Lizenz, okay. So, und jetzt gehen wir hier mal raus. Genau, das ist der Anfang. Starten. Wir können quasi anfangen, die GT League mit dem Sunday Cup B. So, das zur Welt von Gran Turismo, verbessern Sie Ihre Fähigkeiten. Was haben wir denn hier bei Info? Autumn Ring Mini, Highspeed Ring und Grand Valley East. Meldung. Bitte steigen Sie in Ihren Wagen ein. Aber ich hab doch gar keinen Wagen. Deswegen müssen wir auch erstmal einen kaufen. Das ist ja irgendwie gerade das Schöne an diesem Spiel, dass wir ja auch mal richtig hier was kaufen müssen. So, wir wollen Werkstatt. Achso, nee, da war ja nichts, richtig.
Ach hier. Ich komme noch nicht mehr so richtig wieder mit dem Menü zu Rande. Dauert noch bei mir ein bisschen. So, wir können jetzt quasi überlegen, von welchem Hersteller wollen wir was nehmen? Wollen wir einen Engländer nehmen? Wollen wir einen Ami nehmen? Wollen wir einen fürchterlichen Engländer nehmen? Wollen wir jede Menge Japaner nehmen? Oder wollen wir noch einen Ami nehmen? So, wir nehmen natürlich, ist ja Gran Turismo und ich mag 90er Jahre japanische Sportwagen. Wer nicht, bitte nicht melden. Das war eine rhetorische Frage. Wir nehmen natürlich einen Japaner. Jetzt ist natürlich die Frage, nehmen wir einen Fronttriebler, einen Hecktriebler oder einen Allradler? Ich bin ja dafür, dass wir mit Fronttrieblern bzw. Allradlern anfangen. Deswegen fällt Nissan erstmal schon mal hinten runter. Die haben zwar auch ein paar Fronttriebler, aber die meisten sind Hecktriebler. So, das heißt, wir haben jetzt übrig Honda, Mitsubishi, Toyota, Mazda oder Subaru. Wir können mal bei Subaru gucken, wegen Allradler. So Gebrauchtwagen. Was haben wir denn da? Kaufen. So, wir haben 10.000 Öcken und stellen fest, wir können uns davon so überhaupt gar nichts kaufen. Das ist ja schlecht. So, nochmal zurück. Dann gucken wir mal bei Honda. Hier Gebrauchtwagen. Kaufen. Ach, guck mal, hier geht's günstig los. So, wir haben sie exakt 10.000. Ich liebe den Prelude. Überleg gerade, das ist der erste, ne? NSX. Ja. Also im Grunde genommen leisten können wir uns den 91er Prelude oder ein CRX. So, wir können mal gucken hier. Es ist der. Es ist der, den ich auch hatte. Ist das nicht schön? Allerdings hatte ich den 2,2 Liter i, also den BB1, sprich mit 185 PS und das ist hier noch der kleine. So. Den merken wir uns. So, was ist der CX des Soul hier? Der wiegt nichts und hat 167 PS. Der hat also mehr PS und ist leichter. Wäre ja schön blöd, wenn wir den Prelude nehmen. Das ist der alte CRX, der hat 157 und wiegt noch weniger. Wäre ja eigentlich perfekt. Gut, dann merken wir uns das und gucken mal, ob wir irgendwo noch einen besseren finden. So, Mazda Majestät. Gebrauchtwagen. Kaufen. RX-7 hat einen Heckantrieb, ist jetzt nicht so der Knaller. Eunos Roadster Heckantrieb. Nicht so für Anfang gebracht, so der Eunos Cosmo. Was war denn der Cosmo? Ach, die Kiste. Das war der... Das Luxusmodell vom 626. Wie ist denn der... Ach, jetzt wird's peinlich, dass mir das nicht einfällt. Exodus. So, aber der hat, wie ihr seht ja hier, ne, Typ FR, heißt Front Engine Rear Wheel Drive, ne, hat also Heckantrieb, bin ich mit. So, damit fällt Mazda schon mal hinten runter. So, dann können wir nochmal bei Nissan gucken. Gebrauchtwagen, kaufen. So, Heckantrieb, bis auf der Primera. Lila schützt vor Schwangerschaft. Hat 147 PS und wiegt 1,2 Tonnen.
Frontantrieb und Frontmotor. Ja, also Heckmotor und Frontantrieb habe ich noch nie gesehen, aber hier wäre quasi von der Antriebsart richtig. Der ist mir aber zu schwachbrüstig und vor allen Dingen zu schwer. Auch wenn er quasi ein Apfel und ein Ei kostet. So, die Silvia ist klar, das ist alles Frontmotor, Heckantrieb. Ein Skyline, allerdings ein GTS, sprich er hat auch einen Frontmotor und Heckantrieb. Nicht Allrad, das wäre nämlich der GTR. So, Pulsar und wird schon zu teuer. So, Mitsubishi, was haben wir da? Gebrauchtwagen, Gaufen. Ein Mirage Cyborg R. Hört, 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 das ist der Colt GTI hier quasi. 172 PS, 1040 Kilo. Ja. Den behalten wir mal schön im Hinterkopf und vergleichen den dann mal nämlich nochmal mit dem CRX. Würde mich fast sagen, dass der besser ist hier. 172, 1040. Naja, der ist zu teuer. 172, 1040. Wen haben wir noch nicht? Toyota haben wir noch nicht, ne? Ah, der. Der GT 83. Wiegt fast nichts, hat wenig PS und vor allem Heckantrieb. Damit fällt er leider hinten runter. So, Supra, das müsste der Supra Mark 3 sein. Oder auch nicht. Ist das das? Ist das der Supra Mark 3 oder ist das noch der Celica Supra? Was für ein Baujahr ist denn das? 86. Ach, guck mal, hier gibt es ja sogar noch Text. Igitt. Lesen wir uns aber nicht durch. So. Alle anderen sind zu teuer. So, das heißt, wir gucken jetzt noch mal Honda. Der CRX hier. 157, 970. 157, 970. 157, 970. 157, 970. Ich würde sagen, wir nehmen den Mitsubishi. Auch wenn ich ja eigentlich eher so ein Honda-Mensch bin, aber wir nehmen den Mitsubishi hier. Der hat einfach mehr Bums. So, kaufen. Warte mal. Info. Da wir ihn jetzt kaufen, lesen wir uns nochmal den Text durch. Mirage Cyborg R von 92. Der Mirage ist Mitsubishis internationales Aushängeschild und befindet sich nach einer Runderneuerung im Jahr 1991 in der vierten Generation. Na, wie gesagt, bei uns ist das der Colt. 1993 wurde der Cyborg R als Sportwagen klassifiziert. Unter der Motorhaube versteckt sich ein sportlicher G92 1,6 Liter Vierzylinder DOHC, das sind die umliegenden Nockenwellen, Reihenmotor, ach, der hat einen Reihenmotor, keinen V-Motor? Okay, wusste ich gar nicht. Mit variabler Ventileinstellung, der mit 175 PS auf der mehr als 100 PS pro Liter kommt. Diesen MIVEC-Motor hat eindeutig die besten Zahlen in der 1,6 Liter Klasse vorzuweisen. Neben dem 175 PS 17,0 Kilogramm KGM-Triebwerk. Okay, was soll man das sein soll? Wiegt der Motor 17 Kilo? Nee, ach egal. Sorgt auch das leichte Gewicht von 1040 Kilo dafür, dass der Wagen sehr wohl in der Lage ist, Fahrzeuge aus der nächsthöheren Klasse zu schlagen. Verglichen mit heutigen Frontantriebswagen ist er in Sachen Handling und Fahrstabilität ein wenig grob konzipiert und die Beschleunigung aus der Kurve heraus führt zu starkem Untersteuern. Doch kann man an diesem Wagen gut sein Fahrgeschick testen und schärfen. Trotzdem nehmen wir ihn. Lieber untersteuern als übersteuern. Wollen Sie ihn kaufen? Ja. Okay.
Gut, was wir damit für alles für einen Unfug anstellen können, das gucken wir uns im nächsten Video an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich.